Guckt mal, ich muss euch noch was zeigen hier. Guckt mal, guckt mal, guckt mal. Willkommen zurück zu Star Citizen und einer relativ ungeplanten Aufnahme, weil ich hatte ja eigentlich gar nicht vor, euch hier die ganze Luminalia-Geschichte zu zeigen, aber mein Gott, jetzt dachte ich mir, Mensch, da gibt es ja jeden Tag oder fast jeden Tag was Spannendes zu zeigen, also was ein spannendes kleines Geschenkchen, und da dachte ich mir, komm, jetzt mache ich alle zwei, drei Tage so eine Folge und dann kann ich euch da mal zeigen, was in den Luminalia-Türchen war. Und im vierten Türchen, da war unter anderem das hier drin. Ich zeige es ja, nicht die ganze Avenger, sondern hier zumindest so ein Skin. Also so ein, ich sage jetzt mal, so ein olivgrüner Skin mit roten Accessoires, wie man hier vielleicht sieht, und so ein bisschen schwarz an der Seite. Also so ein hübscher kleiner Skin für die Avenger. Und das ist nicht der einzige, da waren gleich zwei drin, können wir ja auch nochmal zeigen. Moment, ich gehe mal kurz raus. Ich bin hier gerade angekommen, deswegen kann ich hier mal ganz kurz die Avenger zeigen. Moment, mal kurz raus hier. Ich glaube, das Ding wird gleich eingelagert. Zzt. Ja, da wird sich natürlich vor allem der Swoopy freuen, ja, dass seine Avenger, seine Geliebte, hier so viel Liebe widerfährt. Warte mal, wo müssen wir denn hin? Da hinten. Und wie schon gesagt, ne, selbst wenn man keine Avenger hat, dann kann man mit so einem Skin durchaus was anfangen, weil später im Verse, also wenn das Verse dann wirklich persistent wird, dann hat man ja vielleicht irgendwann mal eine Avenger oder vielleicht eine 100i oder irgendwas anderes. Und kann dann hier den Skin mal verwenden. So, jetzt fahren wir mal ganz kurz hier zum Raumhafen. Schwupps, da sind wir wieder. Hoppala, ruckel, ruckel. Ich guck mal immer wieder mal, ob es irgendwo ein Luminalia-Geschenk gibt, aber irgendwie hatte ich da noch kein Glück. Irgendwie gibt es bei mir, warum ruckelt es denn hier so? Irgendwie gibt es bei mir keine Luminalia-Geschenke, es gibt nur Prospekte. Was ist da, die hört zu? Nee, das ist Horizon, alles klar. Was stand da? I'm in love with the Tavarin. Sind Tavarin nicht diese Vogeldinger? Dann nimm dir einen Meisenknödel mit, ja? Also wenn du in Love with a Tavarin bist, dann nimm dir einen Meisenknödel mit, da freut er sich. So, wir lagern mal ganz kurz ein, den holen wir uns nämlich gleich wieder raus. Die Avenger, ich lagere die ganz kurz ein und ändere mal kurz den Skin, der drauf ist. Zeige ich euch den zweiten Skin. Und zwar sieht der wie folgt aus. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Warte mal, wo? Da. So, gehen wir mal auf die Avenger. Dann gehen wir mal auf den Paint. Und den, ihr habt da schon gesehen, ne? Das war der, den ich gerade drauf hatte. Den gab es in Tag 4. Und den zweiten, den es bei Tag 4 gab, war der hier. Der sieht auch recht schick aus. Vor allem mit dem, ich meine, weiß-schwarz kennen wir die Avenger, ne? Aber dann blaue Akzente oben drauf. Vor allem so ein bisschen in Metallic finde ich cool. Können wir ja gleich mal... Können wir gleich mal speichern und dann fliegen wir gleich mal mit dem Ding wieder weg. Die beiden anderen Skins gab es übrigens, glaube ich, letztes Jahr bei Luminalia, bin ich mir gar nicht sicher. Den Copernicus-Skin, ich zeige ihn auch nochmal kurz hier. Quasi wie das Negativ von dem Skin hier. Naja, so ein bisschen. Nein, das wollte ich nicht weg. Oder hier, auch recht hübsch, finde ich, den Kepler-Skin. Kann man auch mal machen. Aber wir wollen mal bei dem bleiben hier, weil es den halt dieses Jahr gab. Und ja, das waren halt die für Türchen 4. Und in Türchen 5 gab es Folgendes. Da gab es... Achtung! Jetzt... Ich habe lange gearbeitet für den Wortwitz. Moment. CIG hat pornografische Inhalte hochgeladen. Sie haben uns Sextanten... Haha! Versteht das? Sextanten, das sind die Tanten, die Nymphomanen-Tanten. Das sind... Ja, das sind die Sextanten. Ich zeige euch die mal. Wo sind die Sextanten? Moment, ich gucke mal kurz. Wo waren die denn? Bei Sustenance? Ne, bei Assas? Ja genau, da wo die ganzen Kuscheltiere und Plüschis und Picos und Picobellos waren und... Was ist das? Keine Ahnung, was ist das? Da ist der Sextant. Bevor jetzt einer ankommt, was soll man denn mit dem Mist? Der Sextant ist nichts weiter als ein Deko-Objekt, was trotzdem nicht gegen das Prinzip läuft, dass es dieses Jahr nur Sachen gibt, die man im Spiel verwenden kann. Man kann den Sextanten im Spiel verwenden, auch wenn er, wie soll man sagen, auch wenn er ein teilweise recht sinnloses Objekt ist. Was ich aber recht cool finde, ist,
Er hat diese hübschen Fensterchen, wo man durchgucken kann. Also er ist schon recht detailliert gemacht. Und er ist natürlich dafür gedacht, dass man den sich irgendwo in den Hangar oder ins Schiff in eine Vitrine haut und dann kann man sich den da immer angucken. Wer nicht weiß, was ein Sextant ist, damit haben früher die wilden Seefahrer, hier Stichwort Stormworks, als die zur See gefahren sind, da haben die damit und mit der Sonne und mit den Sternen bestimmt, wo sie gerade waren und konnten so navigieren, ohne einen Kompass zu haben. Ja, wobei mit dem Kompass wahrscheinlich auch, aber so konnten sie sagen, wo waren sie genau und in welche Richtung gucken sie. Was steht denn da drauf? Luminalia, Happy, Celebration und dann da irgendwas in einer anderen, in einer Aliensprache, in Tevarin oder keine Ahnung. Irgendwas kann man das auch von außen angucken. Ja. Ja, also am Tag 5 gab es diesen formschönen Sextanten, passt auch farblich wunderbar zu meinem Anzug. Ihr seht, ich bin immer noch in Rot und in Gold gekleidet, weil ich ja natürlich hier weihnachtlich gekleidet sein möchte. Ich hoffe echt, dass er über kurz oder lang, über die 12 Tage, dass er so ein richtiges weihnachtliches Outfit, wie packe ich ihn jetzt zustande kriegen, wie packe ich ihn jetzt den Sextanten wieder weg? So, nee. Packe ich das scheiß Ding wieder weg? Carrie. Jetzt? Ah, jetzt kann ich wieder hier hinkommen und sagen, hier, pack den Sextanten wieder da rein. Also, der erfüllt natürlich keinen Zweck, obwohl das cool wäre, wenn man auf irgendeinem Planeten und dem Stand der Sonne bestimmen könnte, wo man ist. Aber im Moment erfüllt er keinen Zweck, außer dass man ihn vielleicht irgendwann in die Dings packen kann. Ja, und da dachte ich mir, komm, zeigen wir einfach alle 2-3 Tage mal hier die Geschichte von der von den Luminalia-Sachen. So, jetzt holen wir uns unseren Avenger Stalker mit dem anderen Skin. Können wir den auch nochmal zeigen? So. Hangar 8, danke. Und machen damit noch einen kleinen Ausflug, ne? Komm, so ein kleines Ausflügchen. Von 318 ist übrigens immer noch nichts zu sehen und zu hören. 318, also PTU, finale 318 sowieso noch nicht, aber PTU, ist noch nichts zu hören und zu sehen. Ich denke mal, das kommt dann so kurz vor Weihnachten und dann ist es wahrscheinlich wie einige Unken noch total unstabil oder verbuggt oder was weiß ich. Und dann geht CIG in den wohlverdienten Urlaub und dann sind alle angegrantelt, weil CIG in den Urlaub geht und den verbuggten PTU zurücklässt. Aber ehrlich gesagt, ich mache mir da keinen Kopf drum, weil wir haben ja dafür noch die regulären Server. Werde ich jetzt heiser oder was? Ach, guck mal, wie schön blau. Ja, doch. Hat was? Wir haben ja noch die regulären Server und da braucht man dann auch nicht meckern. Man hat ja dann über Weihnachten Zeit, mal reinzugucken in das PTU und dann kann man gucken, ob einem das gefällt und wenn nicht, dann spielt man halt auf den regulären Servern. So, jetzt mal gucken hier. Ja, sieht schön aus. Einmal I. Jetzt habe ich das Ding, glaube ich, ausgemacht, oder? Ah, er hebt ab. So, wir müssen noch Starterlaubnis anfordern. Fällt mir gerade Siedenteils ein. Da und dann da. Bisschen nach oben. Hoffentlich haben wir Tag. Ja, sieht danach aus. Ja, wir haben Tag. Fahrwerk rein. Düse raus. Und dann können wir uns die weiß-blaue Avenger in voller Pracht angucken. Wie gesagt, es mag nichts Großes sein, aber ich finde es cool. Bisher hat mir Luminal ja richtig Spaß gemacht. Auch wenn ich gar keine Avenger habe. Das hier ist nur ein Leihschiff. Schicki. Schicki, schicki, Micki. So, jetzt gucken wir doch mal. Ich habe ja gesagt, okay, ich zeige euch an dem Tag immer nicht nur Luminalia, weil das wären dann immer nur so 5-Minuten-Videos, sondern ich mache dann immer noch eine kleine Mission oder sowas, was sich gerade anbietet. Research, was soll man da machen? Hier, sowas können wir doch machen. So eine Research-Geschichte. Oder haben wir noch was? Investigation? Nee, das ist irgendwie Maintenance, Scrap Metal entsorgen. Nee, sowas machen wir auch nicht.
Service Beacons. Was ist denn da los? Combat Assistance. Low Threat. Distanz. 31 Millionen. Leck mich fett. Naja, ich meine, nein, mach mal nicht. Nö. Dann, hier, da. Hier, 84. Nein, jetzt ist es weg. Ihr Schweine. Okay, dann doch keine Combat Assistance. Irgendeiner hat das angenommen. Search, Delivery, New Pilots. Ehrlich gesagt, machen wir dann einfach hier dieses Research-Ding, oder? Komm, hier, einmal Research. Lange kein Research mehr gemacht. Was muss man da machen? Hurston L4. Ach, jetzt muss ich eine Probe aufsammeln. Wo ist denn das? Bitte nicht am Arsch der Welt. Es ist natürlich am Arsch der Welt. Warum auch nicht? So, springen wir jetzt trotzdem hin. So. Und wo ist der Arsch der Welt? Da. Einmal hin. Zack. Wo ist es? Da hinten ist meine Leiter in keine Ahnung wie viel Millionen Kilometer Entfernung. Hui. Sind wir unterwegs? Ja. Ach, guck mal, im richtigen Sonnenlicht sieht sie noch einen Zacken schärfer aus. Schick. Ich muss jetzt sagen, ich habe für die 100 und für die Avenger mehr Skins als für Schiffe, die ich habe. Und zwar jeweils 4. Was habe ich für die Carrack? Carrack habe ich, glaube ich, 2. Er hat gerade einen riesen Schreck gekriegt. Ich habe mir gerade gedacht, ist das hier die Stalker oder die Warlock, in der ich sitze? Aber es ist die Stalker. Sonst wäre ich... bin ja auch hinten reingegangen, alles gut. Sonst wäre ich nämlich einfach direkt ausgestiegen. Das wäre natürlich ein bisschen fatal gewesen. Nein, nein, wir sitzen hier in der Kopfgeldjäger-Variante. Was ich übrigens sagen muss, was ich extrem aufwendig finde, hier 6 Kopfgeld-Opfer unterzubringen. Man muss sich vorstellen, mit einem Ein-Mann-Schiff 6 Kopfgeld-Delinquenten einzusammeln auf einmal, das dürfte schon eine haarige Nummer sein, ne? Aber naja, das überlassen wir dem späteren Gameplay. Hier haben wir sogar unser Bettchen. So, komm, setz dich hin. Ja, also auf 3.18 werden wir noch ein bisschen warten müssen. Ich bin mir nicht sicher, also ich habe noch nichts gehört, ob das diese Woche noch kommt. Das hieß ja, das ist wieder der Bug mit dem, da ist der Quantum-Travel-Effekt weg, nicht verwirren lassen. Ob das diese Woche noch kommt, das hieß ja, es müsste morgen kommen, weil morgen ist Freitag oder für euch heute. Da habe ich so meine Zweifel. Ich tippe mal so darauf, dass es wirklich so ein Hauruck-Patch wird, der 3.18er PTU, dass der vielleicht so am Montag, Dienstag, eher Dienstag oder Mittwoch rauskommt, so kurz vor Weihnachten, und dann sagen sie, hier, habt ihr den Patch und macht mal und guckt mal und so weiter. So, was sollen wir da machen? Wir sollen da... Also, ich habe ja diese Forschungsmission angenommen. Wir sollen dann einen Satelliten aufnehmen und den dann aussetzen im All. Das arme Ding. Dann ist es ganz alleine. Ja, er wird es überleben. So, und ja. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich tippe auch ganz böse darauf, dass in der ersten Iteration von 3.18 PTU, dass da wahrscheinlich ein großer Teil nicht drin sein wird. Also die serverweite Persistenz ist ja so eine Sache, die wird sowieso nur so pseudo-persistent sein. Ich denke mal nicht, dass wirklich alles persistent ist, dass also die sagenumwogene Tasse man irgendwo hinstellen kann und nach 3 Jahren wiederkommen kann und die noch da ist. Also ich glaube, so funktioniert es noch nicht. Es wird erstmal so eine abgespeckte 0.1 Persistenz geben und damit müssen wir uns erstmal zufrieden geben. Und genauso wahrscheinlich mit dem Cargo Refactor. Weiß ich nicht, ob wir da alles schon so hin und her schieben. Vielleicht auch noch nicht. Und das mit dem Salvaging, naja, vielleicht auch noch nicht. Also ich gehe da mit ganz wenig Erwartungen ran. Dann kann man auch nicht enttäuscht werden. Wo zum Henker bin ich? Ich will da hin. Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier... Dieser dusselige Nebel. Wo muss ich denn hin? Dahin muss ich. So. Haben wir einen Punkt gesetzt? Ja. Alle Hopsasa.
So, vielleicht kriegen wir, ich denke mal, so ein bisschen Salvaging wird drin sein. Und rudimentäre Persistenz, ja. Und vielleicht kann man als Cargo-Refactor, vielleicht kann man ausgewählte Schiffe, vielleicht weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. Wo, im Hangar, wo bin ich? So, wir gehen in den. Gehen in den Decoupled Mode. So. Und als Goodie wird man natürlich logischerweise das erste Salvaging-Schiff, oder außer der Reclaimer natürlich, wird man das erste Salvaging-Schiff, die Valscha, fliegen können. Und vielleicht dadurch dann mit ein bisschen rumspielen können, ein bisschen was salvagen können. Oder vielleicht auch nur mit den Handtools, das müssen wir dann mal gucken. Ihr merkt, ich bin da ganz vorsichtig, was die Sache betrifft. Ganz dezent vorsichtig. So. Kann ich schon Landeerlaubnis oder kann ich noch nicht? Pick up the probe. I want to, yes. I pick up the probe. Erstmal gehe ich aber auf der Eisen. So. I pick up the probe. Wir müssen den Satelliten einsammeln. So. Wo ist die Landeposition? Yes. Ah, da, okay, cool. So, den Vektor ausrichten, so. Und dann treiben wir mal hier ganz dezent vorbei. Wo müssen wir hin? Ist das ein Hangar oder was soll das darstellen? Ist kein Hangar, oder? Die Antenne, die Antenne! Die Latichte, die Latichte. So, jetzt erstmal hier in die Richtung. So. Da ist mein Geschwindigkeitsvektor. Wo muss ich denn da hin? Wenn man doof fragen darf. Aha. Ich habe keine Ahnung, wie ich da. Da ist es. Okay. Ich bin so selten in so kleinen Schiffen, unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie diese Hangars immer alle aussehen. Diese kleinen Hangars für die kleinen Schiffe. Habe ich das Fahrwerk draußen? Nö. Naja, alles gut, alles locker. So, hier werde ich jetzt mit meinem Rädern aufsetzen, wie eine Eins. So. Plom. Habt ihr gesehen, wie ich das gemacht habe? Habe ich glatt eine Eins für verdient, oder? Sesam, öffne dich. Ist die Rampe immer schon blau gewesen oder ist das der Skin? Bin mir nicht sicher. Ein bisschen weit vorne geparkt, ne? Egal. So, wo müssen wir hin? Da. Ich habe übrigens jetzt mein altes Aufnahmeprogramm, was ja Open Broadcaster war, erstmal komplett an den Nagel gehängt und nehme hier mit Bandicam auf, weil aus irgendeinem mir nicht, also wer da eine Lösung hat, bitte gerne ansagen. Open Broadcaster freest neuerdings. Einfach so während der Aufnahme. Und das Problem ist, man kann diese Aufnahme dann meistens nicht mehr recovern, weil die dann, wenn man einen MP4 aufnimmt und man das bricht ab, dann ist das ganze MP4 im Eimer. So, wo muss ich denn hin? So, und deswegen, weil das freest und weil ich nicht rausgefunden habe, es ist alles geupgradet, bevor jetzt einer hier erzählt, upgrade mal deine Grafikkartenspeicher, Treiber. Wo zum Henker? Kruzi. Toll, darf man Kruzi darf man nicht mehr sagen, ne? Früher durfte man das sagen, früher durfte man auch Negerküsse sagen. Darf man heute nicht mehr. So. Früher durfte man Zigeunerschnitzel sagen. Heute nicht mehr. Früher durfte man Indianer sagen. Heute nicht mehr. Und deswegen darf man auch heute nicht mehr Kruzi Türken sagen, ne? Liebe Bayern. So, wo zum Henker ist jetzt dieses. Ich such die Probe. Da ist sie.
Rein da. Pick up. Hier richtig? Ja. So. Ach, der, die leuchtet ja so schön, ne? Der kleine Satellit. So, wo ist er da? Jetzt müssen wir die eigentlich nur noch irgendwo hinfliegen. Wie gesagt, ich möchte euch nicht einfach nur eine Folge für die Luminalia-Sachen zeigen. Ich möchte euch dann, ich zeige euch in jedes Mal noch eine kleine Mission. Dann haben wir auch noch was zu erleben. Der Hangar. Mhm. Wo muss der Onkel denn hin? Da muss der Onkel hin. Und wo muss der Onkel hin wegen seiner Avenger? Nee, da ist er nicht. Wo ist meine Avenger? Wo ist meine Avenger? Ist sie das da unten? Nee. Wo ist meine Avenger? Pest die Waldfee. Ich lager die einfach nochmal ein. So. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Hangar 2. Mach doch die Augen auf. So, ich fahre jetzt nach Hangar 2. Hangar 2. Docking Port 2 wird es nicht sein, nein. Warum sehe ich mein Schiff nicht? Ah, da ist sie doch. Meine Guteste. Ist ja gar nicht meine. Ist ja nur ein Leihschiff. Aber ich brauchte dich für die, um den Skin zu zeigen. Du kleines Leihschiff, du. So, der Satellit wird hier einfach mal hingeplaced. Plonk. So. Jetzt schnell weg hier, bevor wir eingelagert werden. Deckel zu, Affe tot. Landeerlaubnis, Starterlaubnis. Ihr wisst, was ich meine. Habe ich noch... So, ich bin wieder auf Kappelt. Nicht, dass mir das Schiff wieder durchsackt. Das kennt ihr ja schon. Rückwärtsgang. Whee. So, seht ihr, wie das gut geht. Was kam da? Warning? Ich habe gar nichts gemacht. Da unten müssen wir hin, okay. Thank you. And please visit again. Dahin. Da müssen wir. Komm mal, können wir nicht direkt hinspringen? Wo ist das? Hier bei Hurston? Ja. Ja. Ja, ja, ja. So, erstmal nach Hurston und dann nach Io. War das Io? Ich glaube ja. Auf wie geht's? Go to deploy site. Und falls ich mich recht entsinne, muss man dann den Satelliten da einfach nur rausschmeißen aus dem Raumschiff. Das ist irgendwo im All. Und dann müsste das zählen. Also ich bin ja immer noch der Meinung, das ist die... Wie soll man so schön sagen? Das ist die Forschungsmission oder der Forschungsloop in Star Citizen 0.05 oder so. Weil man hat ja noch keine Forschungsmission, die ganzen Forschungsschiffe machen ja noch keinen Sinn, aber einen Satelliten einsammeln und dann irgendwo aussetzen, also wenn das keine Forschung ist, weiß ich auch nicht, also das ist so quasi die erste, allererste T0 oder so, T0,05 oder so, die allererste Iteration in Sachen Forschung. Und dazu eignet sich doch eine Avenger sehr gut, um einen Satelliten zu transportieren und dann auszusetzen, oder? Da kann man nichts dran aussetzen. Ist fast so gut der Wortwitz wie der mit den Sextanten. Nymphomane Tanten aus deiner Umgebung suchen dich. Wähle 000 Sextanten 78. Hat einer von euch mal so eine Nummer angerufen?
Gibt's diese Nummern noch? Die Werbung gibt's ja nicht mehr. Gibt's diese. Nee, ne? Das Internet hat, glaube ich, jede Sex-Hotline ad absurdum geführt. Wer ruft schon an, wenn er das alles in Live und in Farbe haben kann? Also wenn von euch einer mal so eine Sex-Hotline angerufen hat, dann schreibt das in die Kommentare. Das wird auf keinen Fall publik gemacht. Nee, ich würde gerne mal wissen, was passiert dann. Geht dann einer ran, also eine Dame, und sagt, hallo. Was hast du an? Wie heißt du denn, mein Herzblatt? Ich habe keine Ahnung. Ich denke da wahrscheinlich viel zu... Wahrscheinlich kommen die gleich mit den harten Ausdrücken um die Ohren. Was passiert da? Eigentlich schade, ich hätte mal anrufen sollen. So werde ich in dieser Beziehung dumm sterben. Wie kommst du jetzt da drauf? Wegen dem Sextanten. Genau deswegen. Wegen den Sextanten. Ganz früher, wir hatten ja nichts, ne? Stichwort, wir hatten ja den 60er Jahre, ne, den 70er Jahre Aufklärungssong. Wer sich noch dran erinnern kann. Aufklärungsfilm, Entschuldigung. Hier. Aber dann kam die Sex-Hotline. Und mit dem Internet ist sowieso alles ad absurdum geführt. Da braucht man gar nichts mehr. Da geht man einfach auf eine entsprechende Seite und dann geht's los. Du redet sich um Kopf und Kragen, der junge Mann. So, wo sind wir? Da müssen wir hin. Nach Ita, Entschuldigung, nicht nach Io. Ich komme. Der Onkel kommt. So, noch in 20 Jahren oder so, dann braucht man auch keine Internet-Pornos mehr. Dann lässt man, dann haben wir ja alle so einen Chip im Hirn implantiert. Da werden ja sämtliche Inhalte werden ja quasi direkt in den Neokortex gestreamt. So flutsch. Siehst du da so einen jungen Mann auf der Rückbank im Bus sitzen mit einem ganz entrückten Gesichtsausdruck? Leichter Sabberfaden, Wo muss ich hin? Leichter Sabber. Ich hab keine Ahnung. Warte mal, nee, dort die Pleute Prob. Wo muss ich ihn dahin? Auf die andere Seite, oder? Warte mal, ich muss das mal kurz machen, während ich hier den leichten Sabberfaden von irgendjemand philosophiere. Da müssen wir hin. Quantum Beacon. Z-Route geht natürlich nicht. Warum sollte das auch gehen? Wäre ja auch einfach blöd, wenn das gehen würde. So, wir müssen um den Mond drumherum. Jetzt manuell drumherum. So. Können wir jetzt drumherum? Nein, können wir immer noch nicht drumherum. Wo zum allseits beliebten Henker ist denn dieser Blöde? Da. Das müsste jetzt aber gehen. Ich war lang nicht auf Ita, stehe ich gerade fest. Hui. So, kann ich jetzt den doofe Probe abliefern da. Zip. So, jetzt müssen wir da nur noch hin. Stirb. Du fieser Satellit. Was ist nun passiert? Alles gut. 5, 4. Kriegt eine Meldung, wenn ich nah genug dran bin? Ich nehme an, ja. So. Noch ein Kilometerchen. Komm, hierhin. In kosmischen Maßstäben ist das doch herzlich wenig. Wir müssen 200 Meter. Wie dicht muss ich ran? Ne, ich kriege keine Meldung, oder? Als Journal updated. Warte mal, jetzt. Deploy. Okay, ich deploye. Moment. Ich deploye. Raus mit dem Satelliten. Ich finde das schön, wie das hier drin so raucht.
So. Warum kann man den... Ich will den rausschmeißen. Aber ich glaube... Warte mal. Was ist denn jetzt passiert? Kannst du es mal lassen, bitte? Einfach das Dingens angemacht. So, hinaus! Juhu! So, Drop. Drop. So, was mache ich jetzt? Das gilt irgendwie nicht. Deploy the probe. Activate! Ah, jetzt klappt da seine Gizmos aus. Alles klar. Fängt an zu senden. Fängt an zu senden und ich habe meinen Job erfüllt. Kriegt 2500 UEC. Ist natürlich nicht viel, aber wenn man sich vorstellt, dass man quasi neu im Verse ist und dann hier was noch kein Geld hat, dann ist das eigentlich eine ganz coole Sache. Ist ja vor allem kein Risiko dabei, ne? So, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns wieder in 1, 2, 3 Tagen, je nachdem, wann genug Zeug wieder zusammen ist, um es zu zeigen aus dem Luminalia-Kalender. Vielleicht auch schon früher, wenn PTU 18 draußen ist, das wissen wir alles nicht. Aber bis dahin sage ich erstmal hier mit diesem wunderschönen Bild aus meiner Avenger, die gar nicht meine ist, sondern irgendeine Leih-Avenger. Aber naja, für den Skin hat es reichen müssen. Ich sage danke fürs Zusehen, euer Mr. Fleck. Tschüssi!